Prinzip alles gehabt, bis auf eine Wüste. Es sollen ja auch, wie gesagt, neue Biome kommen, beziehungsweise größere Biome. Also Biome im Sinne von Wüste, Weidenland oder Steppe oder sowas gibt es ja hier auch. Und das hier ist eher so, ja, grünlandige Flächen, wie auch immer. Kann man auch an der Farbe des Grases teilweise sehen. Hier unten ist das so ein bisschen, ja, gemixt. Und da hinten ist halt dann Schnee, das wäre Schneebiom. Und wenn man nur Sand hätte, wäre es ein Wüstenbiom. Und naja. Ja, Höhlentor. Mal reinspringen? Nee, lieber nicht. Ich wollte noch das hier vielleicht ein bisschen freischaufeln dann. Und ich würde mal sagen, ich habe die ganzen Cobblestones rausgelegt. Das war natürlich jetzt ein Fehler. Wenn ich oben ein bisschen basteln wollte, vielleicht ein kleines Hütchen drumherum, da wäre das schon mal gut gewesen, wenn ich jetzt hier die Cobblestones dabei hätte. Ruhig mal schnell. Und ja, wie gesagt, ein paar Folgen noch. Und da werde ich mal schauen, was wir so alles machen können. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir in den letzten Folgen jetzt auch machen können hier auf dieser Map, dann sagt es ruhig. Und ja, dann geht's halt weiter zur nächsten Map. Und dann bin ich mal gespannt, was alles gibt. Neue Bosse oder irgendwelche Viecher, neues Kampfsystem. Das wird dann ganz, ganz anderes auch für mich. Ich kenne mich da natürlich auch nicht aus. Da bin ich natürlich auch wieder so ein kleiner Noob, der da rumspringt. Und ja, ein bisschen ausprobieren muss, experimentieren muss. Und ja, wir werden das dann wohl oder noch mehr oder weniger gemeinsam entdecken. Und ja, dann sehen wir mal. Ich glaube, das schickt erstmal so. Ich brauche ja kein großes Hütchen. Nur so ein Cobblestone-Häuschen. Es soll schon ein bisschen gruselig aussehen. Ich habe gerade gedacht, eventuell... Ich habe ja noch ein paar Moss-Stones, ja, und die liegen ja eh nur rum. Und mit den Moss-Stones könnten wir uns eventuell dieses versteckte Häuschen oder versteckten Eingang zum Monsterfalle hinten bauen. Das wäre doch mal was, oder? Mit den Moss-Stones. Das wird so ein bisschen alt aussehen. Als Dach könnte man so ein Stück Erde, so eine Schicht Erde drüber ziehen, wo dann Gras drüber wächst. Und ja, so ein bisschen befallen. Und dann gucken wir mal. So, dann baue ich das hier ein bisschen aus. Und ja, also ich freue mich jedenfalls schon aufs Update. So ist das ja nett. Also ich bin schon mal gespannt drauf. Ich hoffe mal, das wird... So richtig geil eigentlich, hoffe ich jedenfalls mal. Und ich hoffe vor allen Dingen auch, dass es eine Verbesserung wird und keine Verschlechterung, denn ja, bei vielen Spielen ist es manchmal so, wenn Updates reinkommen, ist es eigentlich nur schlechter gemacht worden mit der Zeit. Kennt ihr bestimmt auch bei einem. Und ja, so, das wäre jetzt so meine Sache dazu. Ich hoffe mal, es wird geil. Und ja, das werden wir dann alles sehen. Dann so, fange ich mal an. Das wird jetzt erstmal der Fußboden hier. Und ja, ziehe ich mal so hier ein bisschen rein. Und ja. Die Frage ist nur, wie groß das Häuschen jetzt wird. Ich wollte es nicht zu groß machen, ich wollte nur was Einfaches jetzt machen. Also, es sollte nichts werden, was jetzt hier so gerade mega optisch der Burner sein soll. Ja, erstmal eine kleine Plattform fürs Erste. Ich gucke mal kurz, dass das einigermaßen symmetrisch wird. Ein bisschen Ordnung muss allerdings schon sein. 1, 2, 3, 4, nach da. Jetzt am Tor vorbeigeht, Sekunde. 1, 2, 3, 4. Okay, dann hier 1. 2, 3, also 1 müssen wir noch dran setzen, jawohl. Und ja, wie gesagt, Vorschläge, schickt die Vorschläge, weil ich bin gerade überlegen, was man so alles machen kann. Und ich finde das gut, wenn ihr Ideen habt, also jetzt Leute, die zuschauen, die wissen ja, was spannend ist und was nicht. Ich muss mich auch mal jetzt wieder überlegen, ja, welches Thema mache ich jetzt oder was mache ich jetzt, sodass alle zufrieden sind. Und ja, einfach mal schreiben und dann schauen wir mal. So, dann der Boden muss jetzt noch fertig gemacht werden hier. Ich versuche das mal ganz kurz auch so vorne hier 1, 2, das heißt hinten auch nur 1, 2, ja. Dann wird das Räumchen ein bisschen hochgezogen und das soll ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen düster wirken. Deshalb mache ich hier nur ganz kleine Fenster rein, das heißt, wo mal ein Block oder so fehlt. Weil zu glasig ist auch nicht schön. Oh nein, ich wollte ja, ich muss das Ganze noch eins vergrößern, da die Mauer ja von eins weiter außen dann angebracht wird. Ich möchte ja am liebsten zwei Felder drin haben zum... rumlaufen. So, ein bisschen Kopf zu uns rausgeholt. Geht doch. Dann so, 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 so und so. Und dann gleich schon die Mauer draufgezogen. Nicht, dass ich mich irgendwie dafür vertue und irgendwas verwechsle. Das wäre schade. Und hier habe ich ein kleines Problemchen. Denn das passt hier vorne nicht ganz so. Dann muss ich es wohl anders machen. Ich, mache ich das jetzt? Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich muss jetzt bedenken, wenn ich jetzt hier vorne praktisch, also hier die Mauer drauf zimmere, dann ist das zu nah am Tor. Wenn ich sie hier mache, dann, ja, haben wir ein Problemchen, weil das mit den Stufen da nicht ganz hier passt. Ich muss, glaube ich, doch eins nach vorne machen. Ist ja auch egal. Dann muss ich mir überlegen, wie man das dann noch machen. Und so, so, so. Und hier vorne dann genau so, so. Und kurz überlegen, wie mache ich das am besten hier so? Ja. Gut, so. Jetzt passt, ein bisschen draufzimmern. Ja, vielleicht ein bisschen langweilig jetzt, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. So ein kleines Häuschen drüber. Ich warte jetzt eigentlich nur so, oder wir müssen es ja nicht fertig machen. Ich warte jetzt nur so kurz drauf, bis unten das ganze Glas fertig ist.
Ja, es wird dunkel, ich weiß. Wir gehen ja gleich schon wieder zurück, aber ich möchte noch ganz schnell hier unten die Grundrisse fertig machen. So, damit das auch von außen gut aussieht, fülle ich das auch ganz unten aus, ja, an der Kante. Nicht, dass hier so schlammig aus. Könnte ich jetzt hier so weitermachen, einfach hier eins dran, aber das wäre dann ein bisschen doof. Ja, so wie ich es gerade hier gemacht habe, auch ein bisschen doof. Und na los, komm. Geht's? Ja, es geht. So, das wäre so ganz grob der Umriss jetzt. Und ja, dann müssen wir es halt so machen, dass wir das hier so nochmal machen, indem wir die Kopf uns hier hinsetzen. Halt so ein bisschen versetzte Treppe und dann geht das, ja, so. Das heißt, die Treppe ist hier schon in der Mauer mit drin. Ja, das geht dann schon eher. Und ich ziehe mich jetzt mal ganz schnell zurück. Irgendwie sieht das richtig geil aus gerade, kann das sein? So teilweise beleuchtet, teilweise dunkel. Das liegt am Texturenpack, das sieht irgendwie so lustig aus. So fröhlich, so farbenfröhlich. Schau euch das doch mal an. Langsam verschwindet das jetzt, aber ja, da hinten ist noch gut. Ach, geil. So, dann kurz pennen, Glas mitnehmen und den Tunnel unten fertig bauen. Und dann hätten wir auch schon mal eine einigermaßen gute Aussicht. Und, ach, das ist noch nicht ganz fertig, was soll's. So, pennen. Die Tür habe ich vorne zugemacht, gut, ja. Wäre auch schade, wenn die Balkontür offen steht. Und da kommen nachts dann die Stechmücken rein und fressen einen auf. So, dann geht's unten und dann hier entlang und... na los, lauf. So, das Glas nehme ich schon mal mit. Das packe ich gleich schon mal ein. Und dann mache ich erst nochmal den Tunnel da vorne fertig. Ich habe jetzt wieder 10.000 Baustellen auf einmal. Einmal da oben, einmal da, einmal da hinten. Wir klappern alles um ab. Ich nehme dann die Moss-Stones mit und mache das dann da hinten. Und oh, da brennt wieder mal die Nachbarschaft. Wunderbar. Und so, die Cobblestones tue ich mal raus. Und ich nehme mal das Glas. Und wie weit geht das eigentlich? Was habe ich eigentlich schon gemacht? Die, ich würde sagen... Das hier unten könnten wir auch noch ersetzen. Das kann ich aber erst machen, wenn ich drin bin. Also in dem Tunnel da drin. Von außen geht das ein bisschen schwer. So, dann das und das. Und dann sind wir schon fertig mit dieser Reihe mal wieder. Dann kommt die nächste. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Gesprächsthemen habt, wo ich irgendwo mal meinen Senf dazu abgeben soll, dann sagt es einfach in einem Kommentar und ich oder in der PN so als Gesprächsthema-Vorschlag. Was euch mal interessieren würde, worüber ich mal reden sollte, und dann, ja, lässt sich das einrichten. Habe ich im Prinzip kein Problem mit, und ja. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn ich dann hier jetzt die, das Glas reinsetze, dann müssen die Fackeln hier weg. Ja, da gucke ich gleich nochmal, was ich da machen werde. Ich mache erstmal alle Fackeln ab, und dann, ja, ziehe ich das dann von lang. Vielleicht muss ich sie halt unten anbringen, wenn es nicht geht. Aber ich muss sie anlassen, denn wenn es dunkel ist, würden hier Mobs drin spawnen, und es soll ja ein sicherer Tunnel sein. Das wäre nicht so gut, wenn dann Mobs kommen würden. Jo, Gesprächsthemenvorschläge einfach abschicken und los geht's. Und ja, vielleicht, oder was mir vielleicht einfach, was ich nochmal erwähnen könnte, habe ich vielleicht schon mal gesagt, kann sein, weiß ich jetzt nicht. Oder ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, was ist eigentlich dieses Zabox-Dingens? Ja, das Zabox-Dingens ist es folgende Sache. Die Geschichte ist etwas länger, deshalb kann ich jetzt gerade mal erzählen, wenn wir so publige Arbeiten machen. Nämlich, es war April 2011, es war einmal. Und, ja, da saß ich halt in der Schule mit einem Kumpel, wir haben gerade Physikleistungskurs gehabt, wir sind da rumgegammelt und hat er gemeint, ja, wie sieht's aus? Oder hat mir kurz erzählt, ich habe jetzt mal angefangen mit einer Webseite und was so Gaming-News und so weiter. Und habe ich gesagt, ey, geil, wie wär's, würde ich mir gerne mal mitmachen, ne? Unter anderem bin ich dazu dann auch zum Let's Playen angekommen, würde ich mal so sagen. Hat halt so angefangen mit, ja, so News-Artikeln zu verschiedenen Spielen, was man alles schreiben könnte, also natürlich selbst geschrieben, links so kopiert. Und ja, da haben uns gedacht, ja, ist halt eine Seite und so, langsam kommen da mal die Besucher drauf, haben wir so 20 bis 30 am Tag. Und haben uns gedacht, was könnte man machen, dass da mal ein bisschen mehr drauf kommen. Wir haben halt angefangen mit Gameplay-Videos, verschiedene Versionen halt. Und ja, also der Zabox-Network-Kanal, der auch in meiner Box drin ist, das ist sein Kanal. Und der hier, also Spark of Phoenix, war mein Kanal dann. Und wir, ja, haben dann halt ein bisschen rumexperimentiert, wir haben angefangen Videos zu machen, ein bisschen, ja, Videobearbeitung gelernt, Programm, ein bisschen schneiden, so hobbymäßig halt. Und dann irgendwann habe ich halt mal gedacht, ja, Minecraft, viele reden so oft davon und ich habe mir gedacht, ja, warum kaufst du es dir nicht mal und, oh, liegt da ein Ei? Warum kaufst du es dir nicht mal und probierst es ein bisschen aus? Und ich habe natürlich zuerst mal immer ein paar Videos geschaut auf YouTube. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, da kaufst du, macht so viel Spaß. Gronkh habe ich übrigens erst viel, viel später gesehen, als ich mir dann beschlossen habe, das zu kaufen. Also vorher kannte ich Gronkh eigentlich noch nicht. Auch nicht durch Minecraft irgendwie oder so. Wie gesagt, erst kennengelernt, ich sag, oder erstmal zuerst gelernt.
nicht, was heißt zuerst gelernt, zuerst kennengelernt, als ich das schon ein paar andere Videos geschaut habe. Also irgendwie so stinknormal Let's Plays. Für mich war das irgendwie was ganz, ganz Tolles, weil das Spiel so krass war. Das heißt, selbst die schlechtesten LPs fand ich gut. Und ja, warte eine Sekunde mal. Jetzt brauche ich die Konzentration gerade mal hier, weil ich wollte es kurz machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache es mir so dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um ein bisschen hier so zu sparen an Fackeln. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hast du voll vom Gronkh abgeguckt, ja. Nee, das ist einfach hier ein guter Abstand und ich messe ihn so ab. Ja, ich weiß, er sitzt auch so da. Das war jetzt ehrlich gesagt Zufall, das war jetzt nicht ja, Nachmachen oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss sagen, ich erinnere mich gerade selbst voll an Gronkh, aber das ist jetzt wirklich reiner Zufall, das müsst ihr mir jetzt glauben. So, ich möchte das nur hinkriegen, dass einigermaßen passt. Da kann ich eine Fackel anbringen und ja. Dann klappt das. So ein Déjà-vu hatte man gerade. Oh, das kenne ich irgendwo her. So, jetzt sollte der Tunnel eigentlich ja, relativ gut aussehen. So, jetzt hat man komplette Umsicht und kann wirklich komplett um sich schauen. So ist er doch besser als vorher, oder? Ein bisschen besser als vorher. Jetzt hat man so schöne Sicht hier. Und ja, dann wäre das schon mal fertig mit diesem Tunnelchen hier. Dann gehe ich nochmal ganz schnell nach oben, gucken, ob ich oben dieses Häuschen noch fertig kriege. Oder da vom Tor. Ist halt nichts Besonderes, wird halt so ein Steinkasten, ja. Oh, ein Pfeil. Und ja, dann geht's wieder nach oben. Und ja, was man so alles. Genau, eventuell vielleicht mal eine Monsterfalle allgemein könnte ich natürlich auch machen. Ach, stimmt, ich war bei einem Thema noch stehen geblieben, genau, was das Zaubergs alles war. Und ja, wie gesagt, haben dann die Gameplay-Videos gemacht, alle möglichen, dann Minecraft geholt und dann habe ich halt zu Minecraft-Videos gemacht, ganz einfach. Hat ganz angefangen mit so ganz popligen Dingern da, so übelst miese Qualität und übelst miese Soundqualität. Und dann, ja, wurde das mal besser, ein anderes Mikro geholt, mal ein Headset geholt und ein bisschen verbessert, anderes Programm verwendet, Fraps gekauft. Und dann auf einmal wurden die Videos besser und besser. Dann habe ich mit also die ersten Let's Plays waren noch so ziemlich scheiße. Die waren richtig schrottig. Und dann so Abfolge 16, wo das neue Mikrofon kam, dann ging das einigermaßen, da wurden die etwas besser. Und dann, ja, dann. So, ich denke mal so ab Folge 50 hatte ich dann so 100, 200 Abonnenten. Und das wurden dann mit der Zeit halt immer mehr. Ja, und jetzt bin ich hier so bei aktuell. Der aktuelle Stand ist, wie ich eben gerade vom Anfang geguckt habe, vom losgelegt haben, waren es schon 1474. Und ja, okay, wie viel das jetzt werden, weiß ich jetzt nicht. Also wir haben gerade den 7.8. und ich habe 1474 so um den Dreh. Und naja. Also, wenn ihr einfach Erfolg haben wollt, dann einfach nur gute Videos machen. Die Leute kommen von ganz alleine. Ihr könnt praktisch die Leute auch nicht zwingen, drauf zu kommen. Es kommt immer mal per Zufall einer drauf, dann abonniert er dich und dann schaut er das nächste Video auch und dann kommt immer wieder mal ein neuer dazu und dann läuft der Laden mit der Zeit. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt so viele wären. Also, wenn man bedenkt, bei Zabox Network in den Anfangstagen hier, da gab es so mal 30 Klicks pro Tag, so 20 Besucher, 30 Klicks pro Tag. Und ja, jetzt habe ich hier auf YouTube im Moment so 12.000 Klicks pro Tag. Und das ist schon echt der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Zabox Network, das war einfach ein Projekt, was wir da so mal angefangen haben. In der Mittlerweile ist es aber so, dass beruflich es da einige Einschränkungen gibt. Er ist unterwegs und ich bin der Einzige, der eventuell noch Zeit hat, sich darum zu kümmern. Also er ist wirklich gar nicht zu Hause beruflich und kann da, hat auch wirklich keine Zeit und kann da nicht viel machen. Und deshalb bin ich überlegen, ob ich nicht eventuell vielleicht auch mal eine eigene Webseite mache. Aber im Moment war das noch so unsere Standard-Webseite und ich habe halt jetzt meine Let's Plays darauf ein bisschen gepostet, um ja vielleicht die Seite ein bisschen populärer zu machen, dass da mehr Leute drauf kommen. Aber im Prinzip, nein, wir haben dadurch keinen Vorteil, wir haben da keine Werbung drauf, wir verdienen daran rein gar nichts. Das ist nur hobbymäßig so. Also auf der Seite ist keine Werbung, kein gar nichts, komplett, ja, hobbymäßig, wir verdienen nichts. So, jetzt habe ich hier so mal so einen ganz bescheuerten Tunnelloch gezogen. Naja, da kommt hier nochmal die Decke dran. Ich mache es mal so ganz doof hier, einfach indem ich mal eine Schicht drüber ziehe. Sollte ja nur erstmal so ein geheimnisvoller Kasten sein, wenn jemand vorbeiläuft. Oh, was denn das? Und auf einmal steht ein Höllenportal drin. Jawohl, mehr brauchen wir eigentlich auch gar nicht hier. So, das wollte ich nur mal so erwähnen. Deshalb dieses Zabox-Dings. Und ja, das Logo darf ich verwenden. Das haben wir selber erstellt. Und deshalb habe ich das immer eingefügt, auch bei den Abspannen und so weiter und so fort.
das war nur so zur Definition, was ist eigentlich dieses Zavox-Gedönse. Aber in letzter Zeit nimmt die Aktivität echt ab und ich habe da auch meine Let's-Show-Welten hochgeladen oder meine Show... Meine Let's-Show-Welt hochgeladen und das Problem war halt dann teilweise auch, dass ich nur 8 MB hochladen kann.